Hallo, wir treffen uns heute zum vierten Muster vom tunesisch gehäkelten Multimus. Das vierte Muster hat solche Strukturen drin. Ich zeige sie euch mal an einem bunten Musterläppchen. Es dreht sich ja auch drum bei diesem Multimus die verschiedenen Arten der tunesisch gehäkelten Maschen kennenzulernen, und das hier sind jetzt die tiefer gestochenen Maschen und die lernt ihr eben im vierten Muster. Das ist die Reversreihe. Ihr habt hier zwei davon für euren Trennungsstreifen. Ich mache ja fürs Video immer nur einen. Und als nächstes arbeitet ihr nun zwei Hin- und Rückreihen im Grundmuster. Also einfach immer nur die Maschen auffassen und in den Hinreihen stets mit zwei Schlingen abkitten, abmaschen. Also die erste und auch die zweite Hin- und Rückreihe einfach nur im Grundmuster arbeiten. Und dann treffen wir uns zur dritten Reihe mit den tiefer gestochenen Maschen. So, wir treffen uns jetzt zur dritten Reihe. Wir beginnen bei der Randmasche und sind dort bei den Grundmusterreihen. Und nun beginnt das Muster gleich mit einer tiefer gestochenen Masche. Ich hole einen Umschlag auf die Nadel und das hier ist meine folgende Masche. Ich steche also zwei Reihen tiefer rechts von der Masche ein, hole den Faden durch, ziehe ihn etwas hoch, hole den Faden und ziehe ihn durch die ersten beiden Schlingen. Dann nehme ich wieder einen Umschlag auf die Nadel. Hier ist die Masche, hier verläuft sie. Das ist die erste Reihe und das ist die zweite Reihe. Ich steche also zwei Reihen tiefer nach dieser Masche ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn durch zwei Schlingen. Jetzt habe ich diese zwei Schlingen von dieser tiefer gestochenen Masche auf der Nadel und hole nochmal den Faden und ziehe ihn durch zwei Schlingen, sodass ich von dieser Masche dann auch wieder nur eine Schlinge auf der Nadel habe. Dann folgen fünf Maschen im Grundmuster. Ich muss mal das Teil wegklicken. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt folgt wieder eine tiefer gestochene Masche um diese folgende Masche herum. Das ist die erste Reihe und das ist die zweite Reihe. Ich lege also einen Umschlag auf die Nadel, steche zwei Reihen tiefer vor der Masche ein, hole den Faden durch, hole nochmals den Faden und ziehe ihn durch zwei Schlingen. Dann lege ich wieder einen Umschlag auf die Nadel. Hier ist meine Masche. Ich steche nach der Masche ein, hole den Faden hoch, hole den Faden und ziehe ihn durch zwei Schlingen. Und jetzt nochmals den Faden holen, damit wir wieder nur eine Schlaufe haben für die Masche und durch beide Schlingen ziehen. Dann wieder fünf Grundmustermaschen. 3, 4, 5 und jetzt wieder, hier ist meine folgende Masche und hier sind die zwei Reihen, also wird hier meine Einstichstelle sein. Ich hole also einen Umschlag, steche zwei Reihen tiefer vor der Masche ein, hole den Faden durch und schlinge die ersten zwei Schlingen ab. Umschlag, nach der Masche zwei Reihen tiefer einstechen,
Und wieder die ersten zwei Schlingen abmaschen und dann noch einmal den Faden durch beide Schlingen ziehen. Dann wieder 5 Maschen im Grundmuster. Das ist die folgende Masche. Das ist die erste Reihe, das ist die zweite Reihe, unter der zweiten Reihe vor der Masche einstechen. Das wird meine Einstichstelle. Ich hole also den Umschlag, steche vor der Masche 2 Reihen tiefer ein und schlinge die ersten 2 Schlingen ab. Das wird hier jetzt meine nächste Einstichstelle, also nach der Masche. Umschlag, einstechen, Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen und dann noch einmal den Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen. Und wieder 5 einzelne Maschen. Das wiederholt sich also ständig, diese 6 Maschen. Hier ist wieder meine Masche. Das ist meine Einstichstelle, 2 Reihen vor der Masche einstechen. Umschlag, einstechen, Faden holen, den Faden durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, nach der Masche einstechen, Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen und nochmals den Faden durch 2 Schlingen ziehen. Dann wieder 5 Maschen im Grundmuster. Umschlag vor der Masche, 2 Reihen tiefer einstechen, Faden durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag nach der Masche, 2 Reihen tiefer einstechen und durch 2 Schlingen ziehen. Und noch einmal, sodass wir wieder nur eine Schlinge haben. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen im Grundmuster, Umschlag, 2 Reihen tiefer einstechen, Umschlag, nach der Masche 2 Reihen tiefer einstechen und jeweils durch 2 Schlingen ziehen und dann noch einmal durch 2 Schlingen ziehen. Wieder 5 Maschen im Grundmuster. Und jetzt bin ich hier an der letzten Mustermasche. Umschlag, 2 Reihen tiefer vor der Masche einstechen, Faden durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, 2 Reihen tiefer nach der Masche einstechen und den Faden durch 2 Schlingen ziehen. Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen. Und dann habe ich hier noch die 2 Randmaschen im Grundmuster und die eigentliche Randmasche. Und danach geht es wie gewohnt im Grundmuster zurück. Das war dann die dritte Hin- und Rückreihe. Die vierte Hin- und Rückreihe die vierte und fünfte Hin- und Rückreihe arbeitet ihr jetzt wieder ganz normal im Grundstich und dann kommt wieder eine Reihe mit tiefer gestochenen Maschen. Es ist also jede dritte Reihe nur eine Masche mit tiefer gestochenen Maschen. Die strengen zwar ein bisschen an, weil man muss wirklich ein bisschen schauen, wo sticht man hier ein. Dafür gibt es dann aber immer wieder 2 Reihen dazwischen zur Erholung, die einfach nur aus Grundmustermaschen bestehen. Und wir treffen uns jetzt dann wieder zur 6. Reihe, die 4. und 5. im Grundmuster. So, wir treffen uns nun zur 6. Reihe. Die beginnt bei den Randmaschen im Reversstich.
Und nun liegen diese tiefer gestochenen Maschen genau zwischen denen der Vorreihe. Dort habe ich ja immer 5 Maschen im Grundmuster gearbeitet und über der dritten kommt jetzt die tiefer gestochenen Maschen. Das heißt, ich beginne mit 3 Maschen im Grundstich. Das wird meine Einstichstelle sein. Ich hole einen Umschlag, steche vor der vierten Masche ein, hole den Faden durch, hole nochmals einen Umschlag und steche nach der vierten Masche ein. Und dann wieder einen Umschlag und durch 2 Schlingen hindurchziehen. Jetzt kommen wieder 5 Maschen im Grundstich. 1, 2, die dritte ist jeweils die Masche bei den tiefer gestochenen Maschen der darunter liegenden Reihe, also aus der dritten. Das war die dritte Masche im Grundmuster. 4, 5. Das wird meine Einstichstelle. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen und dann nochmals und durch 2 Schlingen ziehen. Und danach den Faden nochmals durch 2 Schlingen ziehen. Dann wieder 5 Maschen im Grundmuster. Und das wird meine Einstichstelle, also Umschlag, einstechen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen. Und nochmals. Dann wieder 5 Maschen im Grundmuster. Umschlag, einstechen, Faden holen, durchziehen und durch 2 Schlingen. Umschlag, einstechen, Faden holen, durch 2 Schlingen und nochmals die 2 Schlingen abmaschen. Dann wieder 5 Maschen im Grundmuster. Die Nubben sitzen also jetzt genau zwischen den Nubben der Vorreihe. In der Masse sieht das dann nachher etwas deutlicher aus, als wie jetzt bei den ersten 2 Reihen. Wieder Umschlag, einstechen, Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen und dann nochmals durch 2 Schlingen ziehen. Dann wieder 5 Maschen im Grundmuster. Umschlag, 2 Reihen tiefer einstechen, Faden holen und durch 2 Schlingen. Umschlag, nach der Masche 2 Reihen tiefer einstechen und durch 2 Schlingen und nochmals. Und noch einmal 5 Maschen im Grundmuster. Immer prüfen, ob die dritte über der tiefer gestochenen Masche der Reihe davor liegt. Fünf. Und noch einmal vor der Masche 2 Reihen tiefer einstechen. Und danach. Und wir enden, wie wir begonnen haben, mit 3 Maschen im Grundmuster. Und danach folgen noch die 2 Randmaschen im Reversstich und die eigentliche Randmasche. Luftmasche und auf dem Weg zurück stets 2 Schlingen zusammen abmaschen. So, dann sind wir am Ende des Videos angelangt. Diese 6 Reihen wiederholen sich also ständig. Die 7. und die 8. Reihe sind dann wieder nur Grundmuster und in der 9. Reihe
arbeitet ihr die Maschen, stecht ihr genauso tiefer ein wie in der dritten Reihe. Also jetzt stets die erste bis sechste Reihe wiederholen. Und dann treffen wir uns zum fünften Muster. Postet eure Fotos bitte fleißig in den Ordner, damit wir einen Überblick behalten. Und dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.